Vor 40 Minuten kam diese Meldung hier. Heute Morgen ist bei einem israelischen Angriff auch eine UN-Schule im Gazastreifen getroffen worden. Mindestens 15 Menschen starben. Zwei Klassenräume wurden getroffen durch Panzergranaten. Es ist ein Schrecken ohne Ende und leider auch ohne Pause. Hier sehen wir gleich in wenigen Augenblicken einen Hamas-Angriff auf den Großraum Tel Aviv am Abend. Die Rakete wird von den Israelis allerdings abgewehrt. Auf der anderen Seite in Gaza wieder zahlreiche Raketeneinschläge. Zahlreiche Menschen werden verletzt und sterben. Auch ein UN-Auto geriet unter Beschuss. Vor allem für die Zivilbevölkerung wird die Lage immer dramatischer. Strom, Wasser, Medikamente werden knapp. Darüber möchte ich nun mit Riad Othman von der Hilfsorganisation Medico International sprechen. Er arbeitet normalerweise in Israel und Palästina, hat einen Standort in Ramallah, fährt regelmäßig nach Gaza, ist uns nun aber aus Freiburg zugeschaltet. Schönen guten Morgen dorthin. Guten Morgen. Haben Sie Kontakt mit Ihren Mitarbeitern im Gazastreifen? Wie geht's denen? Denen geht es schlecht. Also ich habe Kontakt mit unseren Partnerorganisationen im Gazastreifen. Wir haben keine Mitarbeiter direkt als Medico International vor Ort. Und was heißt denn, geht's schlecht? Wie ist die Lage dort? Die Leute können ihre Häuser nicht verlassen. Ich habe gestern mit dem Kollegen Issam Younis telefoniert von dem Al-Mizan Menschenrechtszentrum in Gaza. Und der hatte 5 Minuten, bevor ich mit ihm sprach, die Meldung bekommen, dass eine Panzergranate oder Rakete das Haus eines seiner Mitarbeiter in Jabalia, also im nördlichen Gazastreifen, getroffen hat. Der wusste zu dem Zeitpunkt nicht, ob der Mitarbeiter noch lebt oder nicht. Es heißt immer in den Meldungen, die wir hier so bekommen, Medikamente, Trinkwasser wird knapp. Was bedeutet das im Alltag, in der Praxis, da vor Ort für die Menschen? Also, dass die Leute das Nötigste nicht mehr haben, vor allen Dingen, dass jetzt, wo sie so unter Beschuss sind, nicht einfach rausgehen können, um das zu kaufen. Und die andere Frage ist, wenn es denn mal ruhiger wird, was nicht für den gesamten Gazastreifen der Fall ist, sondern immer nur örtlich sehr begrenzt, dann müssen die Leute zusehen, wo sie Gas zum Kochen, wo sie Treibstoffe, Generatoren, wo sie Wasser herbekommen, wo sie Lebensmittel herbekommen. Mhm. Wissen Sie, wie die Lage in den Krankenhäusern ist? Sehr schlecht. Also Medikamente kommen nicht ausreichend rein, auch medizinische Einwegartikel kommen nicht in ausreichendem Maß in diese Krankenhäuser. Es gibt ja auch keinen humanitären Korridor, beispielsweise vom Güterübergang zu Israel, Kerem Shalom. Das ist da, wo in der Regel die LKWs mit Hilfsgütern rein kämen. Diese LKWs können nicht sicher nach Gaza Stadt oder Khan Yunis oder Rafah fahren. Wir bekommen ja auch ebenfalls immer die Meldung, dass Israel die Bewohner bestimmter Viertel warnt. Achtung, in wenigen Augenblicken oder in einer bestimmten Zeit starten wir mit Bombenangriffen dort. Haben die Menschen überhaupt die Möglichkeit zu fliehen? Man fragt sich ja, wohin sollen die eigentlich fliehen? Nein, es gibt keinen sicheren Ort in Gaza. Also die UN-Schulen, man sieht es ja jetzt auch wieder, oder staatliche Schulen sind keine sicheren Orte. Es gibt jetzt schon 240.000 intern Vertriebene. Und Israel hat, glaube ich, gestern Abend die Räumung des sogenannten Sicherheitsstreifens angeordnet. Das ist mittlerweile ein Streifen entlang der Grenze zu Israel, der 3 Kilometer in das Territorium des Gazastreifens hineinreicht. Das heißt, 44% des Gazastreifens werden eigentlich zu einer unsicheren Zone erklärt und die Zivilisten haben keine Möglichkeit rauszukommen. Mhm. Riad Othman von Medico International, vielen Dank für das Gespräch hier bei uns im ARD Morgenmagazin. Danke Ihnen.